Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe meines Let's Plays Project Zomboid. Ja, ich habe seit dieser Folge Nummer 6, resize ich jetzt meine 1080p Videos nochmal auf eine nächsthöhere Auflösung, damit ihr jetzt bei YouTube auch die Originalauflösung genießen könnt. Also könnt ihr mal reinklicken. Schöne Sache, wie ich finde. Danke dafür an Dr. Cox, der mir den Tipp gegeben hat. Ja, sonst, ich würde mal sagen, letzte Folge war ausreichend kunterbunt gestaltet. Wir wurden überrascht von Zombies während des Schlafens. Dann haben wir uns auf zum kleinen Lager ausgemacht und haben mittlerweile eine Axt gefunden. Hammergeil. Diese Folge habe ich vor, mir ein neues Safehouse zu suchen. Und ja, ihr habt richtig gehört, ein neues Safehouse. Ich habe doch schon gewisse Vorstellungen. Dazu komme ich später nochmal. Und das Safehouse soll dann diese Folge möglichst sicher mal ausgebaut werden, ne? Geupgradet werden, wie man das mit so einem Safehouse so machen kann. Ausgesucht habe ich mir als Safehouse weiter südlich von meinem jetzigen Standort. Oder von meinem jetzigen Safehouse besser gesagt. Das ist ein zweistöckiges Gebäude. Das ist in einer netten Familienwohnhaussiedlung. Vielleicht kennt einer von euch diese eine Einfahrt, die mit so pinken Blumenbeeten dekoriert ist. Ja, da in der Nähe auf jeden Fall. Da ist auch so ein Holzzaun und da könnte man vielleicht anschließende Barrikaden irgendwie dran aufbauen oder so. So was habe ich mir überlegt. Alles klar. Wir spielen immer noch mit Version 2.9.8.b. Und wir machen einfach mal weiter. Wir hatten das Lagerhaus noch nicht ganz durchsucht. Wir brauchen nämlich jetzt ganz viele Nägel. So viele wie es geht. Warum ich sage, weil dass wir noch mit der 298B-Version spielen, ist folgender Grund. Ich hatte in einer vorigen Folge schon mal erwähnt, dass ich wetten würde, dass die neue Version, die C-Version, am Montag rauskommen würde. Aber ich Trottel habe den offiziellen. Das offizielle Forum nicht richtig verfolgt. Da hat Lemmy101, der Chefentwickler, Chefprogrammierer von The Indie Stone, den Entwickler von dem netten Spiel hier, hat schon erwähnt gehabt, dass die Version sowieso schon 2.9 heißen wird und eventuell noch ein bisschen auf sich warten lassen wird, etc. Hab ich verpasst, sorry Leute, ich werde jetzt auch keine komischen Angaben mehr machen. Nicht mehr irgendwas wetten. Ich sag einfach, wie John Carmack schon damals, it's done when it's done. So einfach. Sowas wie eine Crowbar brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach, genau, was mir auch noch eingefallen ist. Wir haben letzte Mal ja wild wütend mit der Shotgun um uns geballert. Und ich hatte irgendwo mal aufgefasst im Forum, dass da was verbuggt sein sollte. Und mir ist das beim Zocken gar nicht aufgefallen. Ihr glaubt gar nicht, was einem gar nicht so auffällt, wenn man dabei das noch alles aufnimmt. Ich musste gar nicht richtig nachladen und wir haben keine Munition verbraucht, glaube ich. Das werden wir heute nochmal richtig testen. Ja. Und jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Ihr wisst, erste Folge habe ich direkt den Baseballschläger, der aus Versehen in dem Update drin ist, im Inventar habe ich direkt abgelegt, um das Spiel fair zu machen und so, wie die Entwickler das vorgesehen haben für uns Spieler. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich da verfahren soll mit der Shotgun mit der unendlichen Munition. Vielleicht könnt ihr mir da was zuschreiben. Ach, hier ist noch eine Axt drinne. Da kommen wir dann später nochmal wieder. Haben wir eine Ersatzaxt. Perfekt, dann wissen wir schon mal, wo die liegt. Da könnt ihr mir ja gerne zuschreiben, wie ich da mich verhalten soll. Ich weiß nicht, soll ich jetzt auf die Pistole wieder wechseln oder... Ich habe keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Außerdem freue ich mich wirklich über jeden Like der Videos. Und jeden Kommentar. Ja, danke für jeden Like auf jeden Fall. Für jeden Abo. Das habe ich jetzt gemacht. Bin ich schon mal mitten reingelaufen. Ist aber nichts passiert, Leute. Wieder so ein kleiner Rempler gewesen. Wir verziehen uns jetzt. Wir sammeln erstmal beim alten Safehouse all den Stuff ein, den wir da mittlerweile so abgelegt haben. Und was wir noch so einpacken können, nehmen wir mit. Und machen uns auf zum neuen Safehouse.
Jo. Mal gucken, wie das da so wird. Außerdem habe ich die Trowel, das Gerät, um den Boden auszuheben, fälschlicherweise noch als Schaufel bezeichnet. Das kann man natürlich eher so als die Pflanzschaufel sehen oder die Kelle, ne? Wie ihr gerade lustig seid. Jetzt geht's, glaube ich, hier oben weiter, wenn ich mich recht entsinne. Jo. Trinken könnten wir eigentlich. Durstig sind wir. Panisch sind wir sehr stark oder stark. Ich glaube, wenn wir an unserem Safe House sind, machen wir auch erstmal eine kleine Pause hier für unseren Gerard, den alten Langstreckenläufer, der garantiert schon 20 Olympiamedaillen gewonnen hat. Dann kann er erstmal da pennen. Bin mal gespannt, wir haben ja in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen die Area da bei unserem Safe House mega geil geklärt eigentlich. Ja, da dürften wir jetzt durchspazieren können wie eine wilde Elfe. Wie ich auch jetzt immer darauf gekommen bin. Ja, da oben sieht man schon einige Ausmaße unseres Shotgun Rages. Ah, die Musik finde ich auch klasse bei dem Spiel. Erinnert mich ganz stark auch an die Serie The Walking Dead. Auch top. Jo. 18:40 Uhr ist es. Ja, ich könnte auch mal hier jetzt wieder ein bisschen mehr rennen. Und wie ihr seht, so finden wir unser Haus immer wieder. Keine Probleme bei sowas. Schließen die Tür wieder. Wie immer. Sicherheit geht vor in der Zombie-Apokalypse. Genau, Apokalypse now. Und dann würde ich sagen, ist ja Zeit zum Vorspulen? Nee, wir tun währenddessen schon mal ein paar Sachen einpacken. Wäre so mein Vorschlag. Der Hammer muss mit. Der Hammer muss mit. Denn mit zu unseren ersten Aufgaben wird auf jeden Fall das Sichern des neuen Safehauses gehören. Verbarrikadieren. Dann können wir uns mal das schöne Baumenü, das Crafting-Menü angucken zum Basteln mit dem Hammer und so, ne? Wände, alles Mögliche. Eine Säge brauchen wir, um das niedergeschlagene Holz zu Planken zu verarbeiten. Yo! Shotgun Shades, ja, wie ich vorhin erwähnt hatte, die werden wir anscheinend dann doch nicht brauchen. Hier auch immer geil, wie manchmal das Fenster an meiner Maus festklebt. Das wird bestimmt noch gefixt. Haben wir hier eigentlich auch schon mal irgendwann reingeguckt? Bestimmt. Was brauchen wir noch? Ja, ansonsten ein bisschen was zu essen nehme ich schon mit. Ja, und wie gesagt, diese Folge werde ich jetzt noch mit der Shotgun weitermachen, um sicher zu gehen, ne? Wer weiß, vielleicht werden wir ja irgendwie wieder nachts überrascht oder so. Und wäre cool, wenn ihr mir mal eure Meinung da mitteilen könntet, wie ihr das machen würdet. Oder wie ihr möchtet, dass ich das mache. Ich bin mir auch gerade total unsicher, was ich noch so mitnehmen soll. Eigentlich könnte ich auch so noch abhauen, wenn ich gleich die Nahrung noch eingepackt habe. Schade, dass wir noch keine Trowel gefunden haben. Ich hätte das schon liebend gerne heute schon ausprobiert mit dem Farming. Eine Banane, viel Kalzium, wie Dexter schon sagte, der perfekte Start in den Tag. Dexter, klasse Serie, müsst ihr euch reinziehen. Sodele, ich spule bis 21:30 Uhr. Und dann ist auch Schlafenszeit für unseren Extremsportler Gerard Asamoah. Ach ne, Brown, sorry. Ja. Heute Nacht keine Albträume, dafür wieder ein Schuss. Ja.
Solange die NPCs noch drin sind, kommt das doch alles sehr willkürlich und komisch noch rüber, ne? Och, nö, ne? Wir wollten ja eh abhauen. Vielleicht machen wir uns noch ein bisschen Spaß mit der Shotgun. Was sagt ihr denn dazu? Die Munition habe ich weggemacht. Perfekter Moment, um mal auszuprobieren, ob wir jetzt noch unendlich Munition haben. Was meint ihr? Ha? Johnny! Bam! 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 Boom! Schakalaka! Ja. Ich weiß nicht, wie viel Munition müsste denn hier theoretisch in die Shotgun reinpassen. Das Teil hat ja noch nicht mal eine Modellbezeichnung, dass man soweit festlegen oder definieren könnte oder nach einer Definition das sagen könnte. Aber so viel hat die garantiert nicht drin. Könnte, ich spiele natürlich auch ein bisschen Battlefield 3 oder so. Wenn einer die DAO kennt, 12 Schuss in so einem Trommelmagazin. Das sind so die Maximaldinger, die ich kenne jetzt. Ansonsten. Also das hier ist auf jeden Fall, wie ihr seht. Ich bin der Infinite Shotgun Man. Ja. Naja. Da hört auch der Spaß dann irgendwie auf, wenn die Gefahr irgendwie wegbleibt. Hä? Ich weiß nicht. Und soweit ich weiß, respawnen die Zombies auch nicht. Haben sie früher mal einen Bug gemacht. Aber da die das nicht tun, will ich ja nicht schon den ganzen Spaß hier wegmachen, ne? Und alle Zombies umbringen. Wir sind peckish. I could do with a bite to eat. So I do that. I will do fine with an apple. With an apple. I'm sorry. Eieieiei. Habe ich schon erwähnt? Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Probiert mal den Sandbox-Modus aus mit stellt alle Zombies auf Sprinter ein. Lustig anzusehen. Vielmehr aber auch nicht. Ich warne euch schon mal vor. Diese Einfamilienhäuser, wo ich jetzt hin will, die befinden sich geradewegs östlich der Kirche. Also die Kirche, wenn ihr euch erinnert, habe ich gesagt, war genau östlich des Lagerhauses, wo wir vorhin waren. Gerade eben. Wir erinnern uns. Kann auch sein, dass ich letztens in einen von den Folgen mal, dass die Arztpraxis falsch deklariert hatte. Ich hatte halt das Haus gesehen, das hatte von außen, sah das braun aus, hatte diese braunen Holzplanken oder was, wie das aussieht halt. Aber so schnell in der Hektik habe ich dann einfach gesagt, das wäre die. Kann auch sein, dass das was anderes gewesen ist, weil da jetzt gar nicht das Schild zu erkennen war. Und das hier dürfte der Ort meines Begehrens sein. Da habe ich auch früher in der ersten Spielzeit eigentlich die meiste Zeit meine Safehäuser von rausgesucht, weil ich immer der Meinung war, es muss unbedingt ein zweistöckiges Gebäude sein. Und das neben dem, rechts neben dem Gebäude mit der pinken Roseneinfahrt, das hatte ich mal. Und dann wurde ich ganz schwer enttäuscht, dass ich da so krass überrannt wurde von den Zombies auch nachts. Es kam so urplötzlich. Und dann ist das Gebiet für mich hier gestorben. Ich war einfach der Meinung, hier sind zu viele Zombies. Aber wenn wir jetzt hier ausgerüstet sind und ich jetzt das wirklich das allererste Mal hier in der Lage bin, live, ihr seid dabei, mein Safehouse geil abzugraden, dann sehe ich diesen Ort hier doch bevorzugt an. Ein Helikopter haben wir in unserem Let's Play auch noch nicht gehört. Gehört auch zum sadistischen AI Game Director. Genauso wie die Schüsse. Der lockt natürlich auch die Zombies weg. Das Blöde an dem Helikopter, der kann auch zurückkommen und hat er sich hin und her fliegen, wie der gerade lustig ist. Und ja, da haben sich auch schon voll viele Leute beschwert, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Da müssen wir noch ein bisschen am Code basteln. Es kann vorkommen, dass der Helikopter dann wirklich minutenlang über eurem Kopf schwebt. Irgendwie ein bisschen, ja, unrealistisch würde ich jetzt nicht sagen. Wer weiß, was die da vorhaben, ne?
Überhaupt weiß ich jetzt gar nicht so viel, was die Entwickler sich hinter dieser ganzen Story sich rausgedacht haben oder was sie da vorhaben, wie der Plot aussieht. Ja, Maljo, schicke Stadt im Staate Kentucky. 3500 Einwohner nur. Ich habe mir auf jeden Fall schon länger mal früher, das heißt früher, ich spiele ja noch nicht so lange Project Zomboid, habe ich immer mal Maljo dann natürlich von Google Maps reingezogen. Könnt ihr auch mal machen. Coole Geschichte. Und da ist mir aufgefallen, was ich vorher noch gar nicht wusste, dass Maljo nördlich, erstmal auch zentral von Kentucky liegt, aber südlich von Maljo liegt nämlich auch Fort Knox. Ja, Fort Knox kennt jeder. Soll, ja, wenn es um einbruchssichere Gebäude geht, dann ist Fort Knox das Gebäude überhaupt. Und währenddessen ich hier so viel laber, könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen Zombie schnetzeln. Unsere Axt ausprobieren haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, und ey, ganz ehrlich, Multiplayer-Sessions mit Fort Knox übernehmen von anderen echten Spielern, die da eine Gruppe gemacht haben und Fort Knox übernommen haben, ey, oder so Clanfights. Ach, da gibt's so geile Ideen. Also ich habe mir überlegt, entweder das Haus hier hinten, irgendeins, was hier an diesem Holzzaun liegt, ja. Ganz easy. Wir laufen hier total planlos rum, weil ich die ganze Zeit nur am Labern bin. Boah, wenn ich jetzt Scheiße baue hier. Dieser Helikopter, ihr merkt, ne? Man kann sich da seine eigene Meinung zu bilden. Ja, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Und wie gesagt, unrealistisch muss das jetzt auch nicht sein. Da kann man sich ja die wildesten Storys ausdenken, ne? Vielleicht suchen die ja den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja. Und ich sehe auch fast aus wie Obama. So. Nachdem wir jetzt mal. Und der Helikopter schwebt immer noch über uns. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mich hier in irgend so ein Häuschen abzusetzen, währenddessen der Helikopter noch über uns schwebt. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell es passieren kann. Die Zombies klopfen an jede Tür und an jedes Fenster und wollen an deine Sehnen, an dein Fleisch, an deine Leber. Wollen auch mal getrunken werden, falls du Alkoholiker bist. Schauen wir doch mal in das Hütchen. Ich hoffe, der Helikopter ist jetzt endlich weg. Und ja, wenn der Helikopter weg ist, dann kann der sadistische AI Game Director ja direkt noch einen Schuss auslösen. Ich meine, nicht umsonst wird der sadistisch genannt. Oder trägt die Eigenschaft sadistisch. Wie viele Minuten nehmen wir auf? Ich verpeile auch jedes Mal wirklich aufzuschreiben, wann ich anfange aufzunehmen. Ich sollte mir mal einen Timer auf der Uhr stellen, auf dem Handy. Ja, ich mache hier auf jeden Fall mal ganz kurz ein Folgenstöppchen. Vielleicht kommt heute nur eine Folge, lasst euch überraschen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!